und jetzt kommen wir zum ersten Otto Brenner Preis. In diesem Jahr geht er an das große Rechercheteam um Oliver Schröm und Christian Salewski für die trimediale Berichterstattung über die sogenannten Cum-Ex-Files. Es ist der größte Steuerbetrug in der Geschichte Europas. Banker, Anwälte und Superreiche raubten mit Cum-Ex und ähnlichen steuergetriebenen Aktiengeschäften mehr als 55 Milliarden Euro aus den Staatskassen von 11 europäischen Staaten. In einer großen gemeinsamen Anstrengung von Korrektiv, NDR Info, Panorama, Zeit und Zeit Online und weiteren 19 europäischen Medien aus 12 Ländern konnte dieser beispiellose Fall von organisierter Kriminalität in Nadelstreifen aufgedeckt und veröffentlicht werden. Der erste Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus dotiert mit 10.000 Euro für das Rechercheteam um Oliver Schröm und Christian Salewski. Und die Laudatio hat jetzt aus der Jury Harald Schumann, Mitbegründer des Recherchenetzwerks Investigate Europe und Redakteur für besondere Aufgaben beim Berliner Tagesspiegel. Ja, schönen guten Abend auch nochmal von mir. Stellen Sie sich Folgendes vor: Mehrere hundert gut bürgerliche Angehörige der europäischen Oberschicht unterhalten einen lockeren beruflichen Verbund, um gemeinsam Geschäfte zu machen. Es handelt sich um Anwälte, Banker, Steuerberater, Fondsmanager und eine ganze Anzahl sehr reicher Anleger aus einem guten Dutzend Ländern. Und ihr Netzwerk reicht von Großbritannien bis zum Persischen Golf. Und er könnte einfach nur ein exklusiver Club sein, wenn das Geschäft nicht so anrüchig wäre. Denn es handelt sich um Betrug zulasten der Staatskassen. Aber Sie, die Verantwortlichen, Sie nennen es nicht so. Nein, Sie nennen es, Sie sprechen von legaler Steuergestaltung. Und über die Jahre macht diese äußerlich ganz seriöse internationale Organisation Gewinne im zweistelligen Milliardenbereich. Irgendwann fliegt ihre Masche auf, aber die Rechtslage ist unklar und darum können die meisten Verschwörer untertauchen oder fliehen und dann machen sie einfach weiter. Und das völlig ungestört. Die Staatsanwälte und die Polizei kriegen davon nichts mit. Die Betrüger verlegen ihr Geschäft einfach in andere Länder und dann die dortigen Behörden wissen von nichts. Wenn Sie einen solchen Plot als Autor bei einem Lektor oder einer Redakteurin abliefern als Krimi, werden Sie spätestens an dieser Stelle das Manuskript verwerfen. Zu plump, zu simpel, zu unrealistisch. Die ganze Geschichte kann so gar nicht stattgefunden haben. Doch genau so haben die Cum-Ex-Betrüger mit der mehrfachen Rückerstattung der Quellensteuer auf die Dividendenerträge mindestens 15 Jahre lang die Steuerzahler in 12 Ländern um mehr als 50 Milliarden Euro bestohlen. Und vermutlich würde das sogar heute auch noch ungestört weiterlaufen, wenn die Kollegen Oliver Schröm und Christian Salewski und mit ihnen die Teams von Korrektiv, vom NDR und der Zeit diese Verschwörung, so muss man das wirklich nennen, diese Verschwörung nicht aufgedeckt hätten. Und dabei ging diese Recherche nochmal über das hinaus, was wir aus den klassischen Datenleaks kennen. Ja, auch diese Geschichte beruht auf Informationen eines Insiders, der zwei Datensticks mit mehreren tausend Dokumenten an Herrn Schröm und seinen Kollegen gab. Aber die Herausforderung an diesem Fall war, dass die Betrugsmasche an sich ja längst bekannt war. Die Medien hatten schon berichtet, der Bundestag hatte einen Untersuchungsausschuss eingerichtet, deutsche Staatsanwälte ermittelten schon, aber es wurde eben nur in Deutschland und Dänemark ermittelt. Und absurderweise waren die Behörden in den anderen europäischen Ländern und vor allem auch auf der Ebene der EU mit der Sache nicht befasst und auch nicht richtig informiert. Und so lief das Geschäft dort im großen Stil weiter. Die Betrüger waren europaweit organisiert, aber die Strafverfolgung war es nicht und blieb, und das ist leider sehr typisch für Europa, im Klein-Klein der nationalen Behörden hängen. Und in dieser Lage, das muss man wirklich sagen, hat dieses Team vorbildlich gehandelt.
Sie hätten ja auch sagen können, naja, mein Gott, die Geschichte ist eigentlich ein alter Hut, lass uns lieber was Neues machen. Ist ja auch so eine Neigung unter Journalisten, aber das sagten sie nicht, sondern im Gegenteil, sie mobilisierten 30 Kollegen aus den anderen betroffenen 10 Ländern und begegneten der organisierten Kriminalität im Herzen der Finanzindustrie mit dem Besten, was guter Journalismus überhaupt leisten kann. Akribische, mutige Recherche in europaweiter Vernetzung über alle Grenzen und auch über die Medien hinweg. Und das gegen erheblichen Widerstand. Die Schweizer Behörden hatten ja schon zuvor, anstatt gegen die Betrüger vorzugehen, ein Strafverfahren gegen Ström eingeleitet, und zwar wegen Anstiftung zum Geheimnisverrat. Darum konnte er jahrelang nicht in die Schweiz reisen, um dort nicht festgenommen zu werden. Soweit so schlimm und auch schon lange bekannt vorher. Aber dann ließ sich auch noch die Staatsanwaltschaft in Hamburg für diesen Zweck instrumentalisieren. Und sie brauchte dann tatsächlich fast 9 Monate, um festzustellen, dass das tatsächlich, zumindest in Deutschland, mit der Pressefreiheit nicht vereinbar ist. Und mitten in dieser Stimmung und in dieser Konfrontation auch, legten Zalewski und Schröm dann auch noch ein Meisterstück ab. Sie inszenierten, als Milliardäre getarnt, ein Verkaufsgespräch mit einem der Drahtzieher in London und bewiesen auf diesem Weg, dass die Geschäfte unter den Augen der Behörden immer noch weiterlaufen. Und dann führten sie auch noch on camera ein wirklich erschütterndes Interview mit einem der Kronzeugen der Kölner Staatsanwaltschaft, den Herr Schröm schon aus der ersten Runde der Recherche kannte, der sich aber gewandelt hatte. Und dieses Interview, das muss man wirklich gesehen haben, es beschreibt einen Abgrund von Amoralität, der in den besten Kreisen der europäischen Hochfinanz offenbar weit verbreitet ist. Nur ein Zitat. Stellen Sie sich ein 38 Stockwerke hohes Haus in Frankfurt vor. Wenn Sie dann runtergeguckt haben auf die Straße, dann haben Sie nur noch ganz kleine Menschen gesehen. Wir haben von da oben aus dem Fenster geguckt und haben gedacht, wir sind die Schlausten, wir sind die Genies und ihr seid alle doof. Heraus kam dann am Ende eine ganze Serie von Filmen und Artikeln, die dann endlich auch das Europaparlament mobilisiert haben und das wiederum hat die EU-Finanzaufsicht wachgerüttelt und jetzt gibt es europaweite Ermittlungen. Aber das alles hätte es natürlich auch nicht gegeben, wenn die Kollegen nicht auch ein solch erstklassiges Team an ihrer Seite gehabt hätten. Das muss man schon dazu sagen, das ist wichtig, weil es hätte sonst nicht funktioniert, weil auch tolle Reporter sind keine Genies, sondern sie müssen sich auf Strukturen stützen, es muss funktionieren. Da musste eine Datenbank aufgesetzt und verschlüsselt werden. Und dann mussten sichere Zugänge für 40 Leute geschaltet werden, damit dann auch wirklich alle Zugriff haben. Dann musste eine komplexe Website gestaltet werden für das richtige Storytelling. Und diese Website, das erzählte mir der zuständige Benjamin Schubert, die wurde dann ungefähr so gefühlte 2,5 Stunden fertig, bevor der große Veröffentlichungstag kam. Also irgendwann im Morgengrauen. Und darum ehren wir heute zu Recht gleich 11 Kollegen. Neben den schon genannten sind das Anneliese Beuer, Manuel Daubenberger, Willem Konrad, Jennifer Lange, Carsten Polke-Majewski, Frederik Richter, Felix Rohrbeck und Simon Wörpel. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, wir Journalisten preisen ja gerne die freie Presse als unverzichtbar für die demokratische Gesellschaft oder wie es unsere frühere Jurykollegin Sonja Mikisch sagte, kritischer Journalismus bringt der Demokratie den Sauerstoff, den sie zum Atmen braucht. Aber natürlich wissen wir auch, dass es im wirklichen Leben mit dieser vierten Gewalt oft nicht so weit her ist und viele Medienmacher wegen der enormen Arbeitsverdichtung den Krakenarmen der PR-Industrie schutzlos ausgeliefert sind und darum leider oft auch nur Verlautbarungsjournalismus liefern können. Und umso wichtiger sind darum Recherchen wie diese Aufdeckung der Cum-Ex-Verschwörung, die zeigen, dass kritischer Journalismus tatsächlich die Selbstheilungskraft der Demokratie stärkt. Und für diese grandiose Arbeit gebührt Ihnen wirklich diesem Team unser Dank und heute der erste Preis. Ich gratuliere. Der erste Otto-Brenner-Preis für das große Rechercheteam der Cum-Ex-Files. Sie sind alle da, wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Thank you.
lieber Schröm, Christian Salewski, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ein Wirtschaftskrimi, wie es ihn noch nie gab, heißt es im Film. Herr Schröm, es fing, glaube ich, alles mit einem Anruf aus der Schweiz an. Da ahnten Sie vermutlich überhaupt noch nicht, was da auf Sie zukommen würde, oder? Ich habe vor allen Dingen auch nicht verstanden, was Cum-Ex ist. Und das Telefonat ging relativ lang, ich habe es immer noch nicht verstanden, aber er erwähnte damals den Namen eines Investors und den Mann kannte ich das nicht, Carsten Maschmeyer. Und dann geht ein Raunen durch den Saal. Und dann wusste ich, das könnte eine Geschichte sein und als mir dann noch die Nummernkonten von Herrn Maschmeyer zugespielt wurden und daraus hervorging, dass er mit Freunden 50 Millionen investiert hat, dann hat sich so langsam ein Bild ergeben. Und irgendwann habe ich dann auch ein bisschen kapiert, wie Cum-Ex funktioniert. Ja. Wann sind Sie bei dem Thema dann mit eingestiegen, Christian Salewski? Es ging so, da kam dann der USB-Stick angeflogen. Ja, das war nachgestellt. Wir haben, Olli Schröm kam zu Panorama, wo ich arbeite und da hatte ich ein Büro, da war noch ein Platz frei und dann kam Olli rein und hat mir als erstes mal erzählt, dass wenn ich irgendwas erzähle über seine Telefonate und ähnliches, wird er mich erschießen. Das war das Erste, was er gesagt hat. Das Zweite war, dass er dann relativ zügig diesen Stick hatte und meinte, ob ich mir das mal angucken möchte und ja, dann habe ich mir das mal angeguckt und dann haben wir daraus erst eine erste Geschichte gemacht, die drehte sich um den deutschen Skandal tatsächlich und in der Folge dessen kam es dann zu der europäischen Geschichte später. An welchem Punkt der Geschichte wurde Ihnen beiden denn dieses quasi ja absolut historische Ausmaß dieses Steuerbetrugs klar? Es war ein schleichender Prozess, also wie gesagt, als ich anfing, dachte ich, es geht um Steueroptimierung, Steuerhinterziehung, schlimm genug. Bis mir dann irgendwann klar war, dass es ein Raub ist, es ist ein aktiver Griff in eine Steuerkasse, es ist mein Geld, es ist ihr Geld, es ist unser Geld, das da geklaut wird. Also nicht, dass irgendjemand nur Geld versteckt. Aber die ganzen Dimensionen, also die europäische Dimension, die wurde uns, glaube ich, irgendwie kurz vor der Sendung des ersten Beitrags klar, als da ein Papier auftauchte, Manuel Daubenberger, den wir Aktenberger nennen, weil er sich durch die Akten durchgefressen hat. Und Christian haben eine Mail gefunden, wo zwei Trader darüber philosophiert haben, ob man das nicht auch in anderen europäischen Ländern machen kann. Und wir wussten nicht, korrigier mich, ob das jetzt nur ein Plan war oder ob sie das in die Tat umgesetzt haben. Und das war dann die Geburtsstunde dieser internationalen Kooperation, weil man hört ja vielleicht, dass ich Schwabe bin, die alles können, außer Hochdeutsch. Aber ich kann auch kein Dänisch und auch kein Schwedisch und ich kenne mich da auch nicht im Steuerrecht aus. Deshalb war es auch ganz wichtig, dass wir da Partner haben. Und wenn wir ehrlich sind, sind es jetzt nicht nur, schon gar nicht nur wir zwei und auch nicht die elf, die hier standen. Sondern es war wirklich eine Teamarbeit von 40 Leuten und Investigation ist auch Teamarbeit. Solche Rechercheverbünde, international arbeitende Netzwerke von Journalisten, das scheint ja gerade bei so einem Thema von ganz großer Bedeutung zu sein. Liegt da auch so ein Stück Zukunft des Journalismus, würden Sie sagen, dass das immer wichtiger wird, solche Verbünde? Ja klar, werden die immer wichtiger. Das sieht man ja auch daran, dass immer mehr Geschichten so recherchiert werden, dass es auch immer mehr Netzwerke gibt, die nicht wie unseres ad hoc sich zusammenfinden zu einer Geschichte, sondern auch verstetigt zusammenarbeiten. Aber klar, also so die Probleme werden immer internationaler, die, ich sag mal, Schweinereien werden immer internationaler, dann muss man halt sich auch als Journalist internationaler aufstellen. Ja, und insofern haben wir da, glaube ich, sind wir einen guten Weg gegangen. Die ganze Sache hat in aller Dramatik auch ein paar komische Züge. Sie mussten für diese Recherche ja sogar zu Schauspielern werden. Sie haben sich in die Milliardärsbrüder Felix und Otto verwandelt, um undercover rauszufinden, ob diese Deals immer noch stattfinden, nachdem er in Deutschland, glaube ich, schon ermittelt wurde. Und da sitzen sie dann beide so in ganz feines Tuch gekleidet in einer Luxus-Suite über London, um einen Händler zu treffen. Das ist ja wie so ein James-Bond-Setting gewesen, mit Kameras, die in dicke Bücher eingebaut wurden, versteckte Mikrofone, in England durften sie ja mitschneiden, ist ja hier, glaube ich, verboten. Kam irgendwie irgendwann der Punkt, wo sie sich beide gefragt haben, was machen wir hier eigentlich, oh Gott. Nee, wir wussten, was wir taten. Und wenn es auch vielleicht ein bisschen slapstickartig rüberkam, das war einer der aufwendigsten Recherchen und Operationen, an denen ich jemals teilgenommen habe und ich bin jetzt schon ein Weilchen Journalist, es ging über Wochen und Monate. Unsere Legende war perfekt, die stimmte. Wir hatten eine Briefkastenfirma, die war echt, die war auch nicht mal kurz gegründet, die war seit 10 Jahren am Markt. Wir hatten ein Family Office, wir hatten einen Manager
Und der hat über Wochen und Monate ja auch Kontakt gepflegt. Selbst wenn der Mensch uns angerufen hätte, hätte irgendjemand abgenommen. Also alles war echt, außer dass wir keine Milliardäre sind. Ja, also ich will nur kurz ergänzen, das war quasi das Sahnehäubchen auf dieser großartigen Recherche und auf dieser großartigen Teamleistung. Und möchte auch nochmal betonen wissen, dass sozusagen da stehen dann immer zwei auf der Bühne und zwei auch im Fernsehen und sehr, sehr, sehr prominent. Aber möchte nochmal betonen, dass dieses Team das Ganze geleistet hat und diese Karre gezogen hat. Applaus fürs Team. Noch eine Frage. Vor dem Landgericht Bonn hat jetzt der erste Cum-Ex-Strafprozess begonnen und es gibt eben einen ehemaligen Insider, den Sie auch schon vor längerer Zeit zum Interview getroffen haben, mit sehr aufwendiger Maske übrigens. Der wird jetzt ja als Kronzeuge aussagen. Was kann man sich davon jetzt versprechen, wenn der auspackt? Nee, er hat schon ausgesagt, also das ist vorbei. Und da haben auch ein bisschen die Wände gewackelt und morgen geht es weiter. Leider, weil das hat zur Folge, dass Christian und ich heute die Party ein bisschen früher als sonst verlassen werden, weil wir morgen um 6 nach Köln fliegen, um uns den Prozess anzuschauen, weil eigentlich hatten wir nach über 3 Jahren ein bisschen die Nase voll von dem Thema, aber es ist wie eine Droge, man kommt nicht davon los und wir bleiben dran, weil wir ja gestreamt werden, also wenn es irgendwelche Whistleblower gibt, bitte melden. Der Aufruf geht raus. Vielen herzlichen Dank, Oliver Schrömm und Christian Salewski. Danke.